Der Waffenstillstand, der im November 1918 geschlossen wurde, sah die Besetzung aller linksrheinischen Gebiete vor. Neben Elsass-Lothringen gehörte dazu die Bayerische Pfalz, Teile von Rheinhessen und das Rheinland, also die Reichslande, die gehörten zu Preußen damals. Nächstes Bild. Kannst du von Hand fahren? Der Kunde müsste es. Ja, und seit Mitte November wurden die deutschen Truppen überall auf das rechte Rheinufer zurückgeführt. Alle Garnisonen in der Pfalz, es waren Kaiserslautern, Zweibrücken, Speyer, Germersheim und Landau, wurden geräumt. Ich zitiere kurz aus dem Tagebuch vom Oberbürgermeister Leiling. Es ist für viele Speyerer ein ergreifendes Erlebnis, von unserem Rheinufer aus zu sehen, wie die letzten Truppen über die Schiffbrücke ziehen. Auf der Mitte der Brücke hält die Musik an und spielt noch einmal das Deutschlandlied. Dann verschwinden sie drüben ins Badische Land. Ab dem 1. Dezember begann der Einmarsch französischer, englischer, amerikanischer und belgischer Truppen. Die Pfalz wurde von General Gérard besetzt. Der erließ eine Proklamation, die auf Plakaten öffentlich ausgehängt wurde. Ich zitiere auszugsweise die Proklamation des französischen Generals. Als Sieger werdet ihr die Hochachtung und die Ehrfurcht dieses Landes erzwingen. Der zerstörenden Wut der Barbaren, das waren also wir, werdet ihr die feste und weise Gerechtigkeit unserer befreienden Rasse entgegenstellen. Das republikanische Frankreich ist und bleibt das ewige Vaterland des Rechts. Auch der Regierungspräsident der Pfalz erließ einen öffentlichen Aufruf, um seine Untertanen oder die Bevölkerung auf das Kommende einzustellen. Auch hier in Kürze das Wesentliche. Zitat: Es ist die gebotene Würde und stolze Zurückhaltung zu wahren, und kein Pfälzer sollte vergessen, dass er nicht Gästen, sondern einer feindlichen Macht gegenübersteht. Aus diesen offiziellen Aufrufen geht klar hervor, hier stoßen zwei Erbfeinde aufeinander, die nach 4 Jahren Weltkrieg ist das auch kein Wunder. Im Laufe des Dezember vollzieht sich die Besetzung der fremden Truppen. Sie belegen alle Kasernen. Hier ist die Pionierkaserne in Speyer, die hieß damals Kaserne Gallieni. Im Laufe des Dezember vollzieht sich, die Besatzer hatten das Requirierungsrecht. Bewohner mussten ihre Häuser oder ihre Wohnungen verlassen. Und dort wurden Offiziere und Unteroffiziere mit ihren Frauen einquartiert. Ja, das war ein Truppenübergang bei Koblenz über eine Pontonbrücke. Nächste Bild. Ja. Von nun an wird das tägliche Leben durch Anordnungen der Besatzungsorgane reglementiert. Erklärtes Ziel Frankreichs war die Abtrennung der linksrheinischen Gebiete vom Deutschen Reich. Daher zielten viele Anordnungen auf eine Isolierung des besetzten Gebietes ab. Zum Beispiel gab es die Einstellung des Post- und Telegrafen- und Telefonverkehrs ins Rechtsrheinische, die Einstellung des Warenverkehrs. Es gab eine Pressezensur und das Verbot von Zeitungen aus dem unbesetzten Reichsgebiet. Die Freizügigkeit innerhalb der Pfalz war stark eingeschränkt. Das heißt, wenn man außerhalb von der Gemeinde irgendwo hin wollte, brauchte man eine Erlaubnis, einen Passierschein. Ebenso wurden die unterlagen die Zeitungen einer strengen Zensur. Alle Brücken werden von französischen Posten bewacht. Alle Straßenschilder sind durch ein französisches Pendant zu ersetzen.
Hier ein Bild vom Fischmarkt, der hieß dann auch Marché aux Poissons. Es gibt eine Grußpflicht, wonach alle deutschen Beamten in Uniform die Fahnen und Offiziere der verbündeten Mächte zu grüßen haben. Für das Hissen der Nationalflaggen ist die Zustimmung der Besatzungsbehörde einzuholen. Ebenso ist das Singen patriotischer Lieder verboten. Scheinwerferbatterien, das war noch mit der General Gerard, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Machen wir noch ein Bild weiter. Ja. Also Scheinwerferbatterien entlang des Rheinufers sollen nächtlichen heimlichen Grenzverkehr unterbinden. Die Rheinschifffahrt wird eingestellt, stattdessen patrouillieren dort französische Kanonenboote. Das Alltagsleben ist geprägt von Hass und Misstrauen zwischen Deutschen und Besatzern, sodass es zu ständigen Reibereien kommt. Unterdrückung und Gängelei durch die Franzosen wird auf deutscher Seite durch Widerstand und Trotz begegnet. Wer es übertreibt, wird kurzerhand verhaftet. Zum Jahreswechsel 1819 schien alles im Umbruch. In Versailles begannen die Friedensverhandlungen. Es wurde die erste Nationalversammlung gewählt. Im unbesetzten Deutschland herrschen revolutionäre Zustände und Bürgerkriegswirren. In München wird Kurt Eisner Ministerpräsident. Er strebt für Bayern eine Abtrennung vom Deutschen Reich an. Am 21. Februar wird er erschossen. Danach bilden die SPD, die unabhängige SPD und die Spartakisten einen revolutionären Vollzugsrat. Und aus dem geht dann später die Münchner Räterepublik hervor. Von diesem Chaos erfährt man in der besetzten und isolierten Pfalz nur durch die Zeitung. Jedoch macht sich ein Gefühl der Zukunftsangst breit und eine Vorahnung, dass sich staatlich etwas ändern könnte. Der Verbleib der Pfalz bei Bayern und beim Reich erscheint immer mehr ungewiss. Und vor diesem Hintergrund findet am 22.02. noch eins weiter bitte. Ja, vor diesem Hintergrund findet am 22.02. im Hotel Schwan in Landau eine sogenannte Notabelnversammlung statt, an der zahlreiche Pfälzer Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft teilnehmen. Wortführer war der Reichstagsabgeordnete Hermann Hofmann, hier sehen wir ihn, aus Ludwigshafen. Er war von einer Reise ins unbesetzte Deutschland zurückgekehrt und schildert die chaotischen Bürgerkriegszustände. Ergebnis dieser notablen Versammlung ist eine Resolution, wonach die Errichtung einer autonomen Republik Pfalz gewünscht wird. Diese Resolution geht an den General Gerard mit Bitte um Vorlage bei den Versailler Friedensverhandlungen. Das nächste. Ja, da ist jetzt der Scheinwerfer, der hätte vorhin erscheinen sollen. Eine weitere Gruppe, die die Abspaltung der Pfalz betrieb, war die Freie Pfalzbewegung des Landauer Schämigers Dr. Haas. Im Mai 1919, nachdem die harten Friedensbedingungen von Versailles bekannt geworden waren, wurde diese Gruppe besonders aktiv. Für den 1. Mai 1919 wird die Ausrufung einer Freien Pfalz öffentlich angekündigt. Die Franzosen fördern diese Aktivitäten nach Möglichkeit, aber Dr. von Winterstein, das war der damalige Regierungspräsident, er hatte gegen alle Loslösungsbestrebungen eine harte, unerbittliche Haltung eingenommen und er war bei den Franzosen zur Persona non grata geworden. Auf allerhöchsten Befehl wird er am 31. Mai ausgewiesen, aber er hatte vorgesorgt, und zusammen mit den pfälzischen führenden Sozialdemokraten und Gewerkschaftlern Widerstand organisiert. Nächste. Ja, noch eins weiter. Die Anhänger der Freien Pfalzbewegung sammeln sich seit dem 31. Mai gegenüber dem Bahnhof in Speyer in der Wirtschaft Gambrinus. Von dort marschiert am 1. Juni vormittags Dr. Haas mit einer Delegation zum Regierungsgebäude.
Das war das frühere Regierungsgebäude, heute ist, glaube ich, die Polizei drin. Dort vom Regierungsgebäude ist bereits ein Volksauflauf. Der Dr. Haas und seine Delegation werden erwartet. Es kommt zu einem Handgemenge und einer Schlägerei. Mit Unterstützung der Franzosen werden die Hassisten beim stellvertretenden Regierungspräsident von Klingensberg vorgelassen. Dr. Haas verliest eine Erklärung und fordert die Ausrufung der Pfalz als neutrale Republik. In Anwesenheit des französischen Ortskommandanten wird ca. 2 Stunden verhandelt. Danach ziehen Haas und seine Begleiter unter dem Schutz der Franzosen ab. Der sogenannte Haas-Putsch war beendet. Die Franzosen antworten auf diesen Misserfolg mit einer Reihe von Verhaftungen. Ja, das war jetzt das Hotel Spahn. Jetzt, wie kommen wir jetzt hier wieder in die Reihenfolge? Ja, einer, der hier verhaftet wurde aus Speyer, ein prominenter Politiker, den sehen wir rechts, das war der Fritz Ober. Fritz Ober war Mitglied des Kreistages, Mitglied des Stadtsrates und hatte in der Innenstadt die Wirtschaft zum Jakobsbrunnen. Er hatte sich damals mit seinem erst 15-jährigen Sohn bei dem Widerstand gegen den Haas-Putsch hervorgetan, indem er Flugblätter verteilt hat. Unter einem Vorwand wird er verhaftet und kommt für 2 Monate wird er inhaftiert im Gefängnis in der alten 18er-Kaserne in Landau und wird beim Verhör schwer misshandelt. Ja, das war die Mitgliedskarte vom Bund Freie Pfalz. Nächstes. So, laut Versailler Vertrag sollte das linksrheinische Reichsgebiet für 15 Jahre als Pfand für die Erfüllung des Vertrages von den Alliierten besetzt werden. Und oben, der nördliche Teil, wurde von den Belgiern besetzt, das ist die Gegend Krefeld-Aachen. Dann hatten wir einen Brückenkopf bei Köln, der war von den Engländern besetzt. Einen weiteren Brückenkopf bei Koblenz, besetzt von den Amerikanern, und der große Rest, das wurde von den Franzosen besetzt. Das Saarland war ein Kunstgebilde, das hat es vorher gar nicht gegeben, das Saargebiet. Es wurde dem Völkerbund unterstellt, aber die wirtschaftliche Ausbeutung durften die Franzosen machen. Jetzt wieder, das war es Camprimes. Nochmal unten weiter, ja. Okay, müssen wir halt die Hilfen der Bilder müssen wir uns dann halt schenken, wenn der Projekt dann nicht mehr funktioniert. Das tut mir leid. Also jedenfalls, die oberste zivile Besatzungsbehörde war die Hohe Interalliierte Rheinlandkommission mit Sitz in Koblenz. Und der Präsident dieser Kommission wurde der Franzose Paul Thirard. Die Rheinland-Kommission benannte Delegierte, welche vor Ort die Besatzungsmacht ausüben. Und für die Pfalz war dies der General de Metz. Wir sehen ihn hier Mitte, in der Mitte des Bildes. Der Sitz, der Arbeitsplatz vom General de Metz, das war dort, wo heute auf der Maximilianstraße 100 die Stadtverwaltung ist. Dort war damals die Landesversicherungsanstalt. Die deutsche Zivilverwaltung blieb zwar bestehen, aber die Besatzungsbehörden hatten das Recht, Ordonnanzen zu erlassen. Und mit diesen Ordonnanzen konnten sie die Gesetzgebung, Souveränität der Verwaltung und des Deutschen Reiches weitgehend außer Kraft setzen. Es war auch nicht so, dass nach Unterzeichnung des Versailler Vertrages an dem strengen Besatzungsregime etwas gelockert wurde. Im Gegenteil, es ging genauso weiter wie vorher. Auch an dem Ziel, die linksrheinischen Gebiete vom Reich abzutrennen, hatte sich nichts geändert. Die Franzosen betrieben eine sogenannte Pazifikation oder Penetration Pazifik
wollten also durch friedliche Unterwanderung die Bevölkerung für sich gewinnen. Das sah so aus, es wurden französische Modezeitschriften verkauft, Kochkurse, Sprachkurse und Kulturveranstaltungen und dergleichen wurden gemacht. Widerstand gegen diese Politik gab es auf mehreren Ebenen. Das Deutsche Reich wurde durch das Reichskommissariat für die gesetzten Gebiete mit Sitz in Koblenz beauftragt. Das war die diplomatische Ebene, dort wurden diplomatische Noten und Proteste ausgetauscht. Dann waren da die bürgerlichen Parteien, allen voran die Mehrheits-SPD, die sich alle öffentlich für einen Verbleib beim Deutschen Reich aussprachen. Im Verborgenen wirkte die Zentralstelle für pfälzische Angelegenheiten, wurde auch kurz Abwehrstelle genannt. Nochmal weiter. Ja. Und zwar, diese Abwehrstelle wurde von Dr. Winterstein, dem Regierungspräsidenten, direkt nach seiner Ausweisung organisiert. Sie befand sich außerhalb des besetzten Gebietes und wegen ihrer geheimdienstlichen Tätigkeit war sie den Franzosen natürlich ein Dorn im Auge und musste mehrmals die Tarnadresse und ihren Sitz wechseln. Sie war zuerst in Mannheim und später in Heidelberg. Und von dieser Abwehrstelle führte ein direkter Draht nach München zum sogenannten Pfalzkommissariat. Es war eine Abteilung der Regierung in München. Und Leiter der Abwehrstelle war der hochdekorierte Weltkriegsoffizier Ritter von Eberlein. Die Aufgaben waren, einen Nachrichtendienst einzurichten durch ein Netz von V-Leuten und Spitzeln in der Pfalz. Einen Kurierdienst, um die französischen Kontrollen zu unterlaufen, dann die Propaganda durch Flugblätter, Druckschriften und Zeitungsartikel. Insbesondere die farbigen Soldaten, die farbigen Besatzungssoldaten, die Franzosen haben ja jede Menge Kolonialtruppen, wurden herangezogen oder beschimpft als die schwarze Schmach am Rhein. Und diese französische Besatzungspraxis wurde aufs Schärfste angeprangert und propagandistisch ausgeschlachtet. Die Zeit der Fernreisen und des Massentourismus war noch weit weg und es war tatsächlich so, dass die meisten Pfälzer noch nie vorher einen leibhaftigen Schwarzen oder Afrikaner gesehen hatten. Viele Zeitungen aus dieser Zeit berichten über Vergewaltigungen, Belästigungen, Raub, widernatürliche Unzucht, Misshandlungen und so weiter, insbesondere durch schwarze Soldaten. Vieles war jedoch übertrieben und diente der antifranzösischen Propaganda und der Sensationsmache. Und diese Propaganda verschaffte sich weltweit Gehör, sogar in den USA. Der amerikanische Besatzungsgeneral Allen, hier sehen wir ihn, der musste nach USA berichten, was ist denn da los? Ne? Und der General Allen war bei den Deutschen sehr beliebt, er war ein fairer und verständnisvoller Besatzungsoffizier, weshalb sein Urteil als objektiv gelten kann. Deshalb zitiere ich das kurz. Die Masse der über die Scheußlichkeiten der Negertruppen veröffentlichten Pressemeldungen sind falsch. Die französischen Militärbehörden haben in den meisten Fällen streng geahndet, um das Übel auszurotten. Infolge der ungünstigen wirtschaftlichen Umstände hat sich die Prostitution unverhältnismäßig vermehrt und viele Frauen von leichten Sitten haben den Soldaten unverblümte Anträge gemacht. Zitat Ende. Also, obwohl im Ersten Weltkrieg Frontbordelle bei allen Armeen üblich waren, empört man sich natürlich darüber, dass auch in den besetzten Gebieten jetzt Frontbordelle eingeführt werden sollen. In Speyer sollte auch ein solches Etablissement eingerichtet werden. Die Sache war hochnotpeinlich und wurde im Speyerer Stadtrat erörtert und von einem humoristischen Zeitgenossen in Gedichtform verewigt. Ich zitiere nur die erste Strophe. Zu Speyer, der Kaiserstadt am Rhein, im Saal mit der gelben Tapete.
Da finden in stattlicher Zahl sich ein die hellsten der Bürger, die Räte. Sie sitzen in stumpfer Ergebenheit, ihr Antlitz spiegelt den Ernst der Zeit. Nie hat man im weisheitsgeschwängerten Saal oblegen so traurigen Pflichten, als heute, wo der Franzmann befahl, ein Freudenhaus zu errichten, und so weiter und so fort. Deutschland hatte Probleme, die extrem hohen Reparationsleistungen zu erbringen und geriet immer wieder in Zahlungsverzug. Frankreich drohte mit der Besetzung weiterer Reichsgebiete als sogenannte produktive Pfänder. England und USA suchten nach Verhandlungslösungen. Im Januar 1923 spitzt sich die Situation zu. Deutschland ist mit 1,6% seiner Lieferungen im Rückstand. Und das nutzen Frankreich und Belgien und marschieren am 10. Januar mit 6 Divisionen ins Ruhrgebiet ein. Hier ein Bild von der Ruhrbesetzung. England verhielt sich passiv, die USA, welche den Versailler Vertrag nicht ratifiziert hatten und auf Reparationen verzichtet hatten, befahlen am Tag des Ruhreinmarsches den Abzug ihrer Truppen. Die letzten Amerikaner, welche den Brückenkopf bei Koblenz besetzt hatten, verließen die Festung Ehrenbreitstein am 19. Februar. Die von den französischen Truppen geräumte Zone wird von den Franzosen besetzt. Die Regierung unter Reichskanzler Kuno erklärte den Ruhreinmarsch als Bruch des Versailler Vertrages und stellte am 12. Januar alle Reparationszahlungen an die Belgier und Franzosen ein. Am 19. Januar befiehlt die Reichsregierung allen Beamten in den besetzten Gebieten, den Anordnungen der Besatzer keine Folge mehr zu leisten. Was folgt, ist der sogenannte passive Widerstand, den sich Unternehmer und Arbeiterschaft anschließen. Alle Zechen und Kokereien, alle Eisenbahnen, alle Betriebe stehen still. Die Beamten verweigern den Dienst, Unternehmer und die Arbeiter schließen sich an. Ohne rechtliche Grundlage, allein aus der Position des Stärkeren heraus, erlassen die Besatzungsmächte Verordnungen, um Kohlesteuer, Zölle und die Einnahmen aus der Forstwirtschaft zu beschlagnahmen. Die Beamten verweigern dies und werden binnen 24 Stunden ausgewiesen. Die Familien müssen folgen. Die Besatzungstruppen besetzen die Fabriken und Läger, beschlagnahmen Kohle, Holz und andere Rohstoffe und versuchen diese abzutransportieren. Dabei kommen der Eisenbahn und der Binnenschifffahrt als den wichtigsten Massentransporten der damaligen Zeit besondere Bedeutung zu. Bahnhöfe und Schleusen müssen von den Besatzern kontrolliert werden. Weil aber auch die deutschen Eisenbahner den Dienst verweigern, müssen die Besatzer eigenes Personal einsetzen, um einen Eisenbahnbetrieb zu organisieren, die sogenannte Regiebahn. Das französische Personal ist anfangs nicht in der Lage, einen effektiven und sicheren Eisenbahnbetrieb zu organisieren. Beim sogenannten wilden Betrieb passieren zahlreiche Unfälle. Der Konflikt eskaliert. Der Konflikt eskaliert, als auch zeitweise der Besatzungs- und Kriegszustand verhängt werden muss. Verhaftungen und Gewalt gegen Zivilisten nimmt zu. Blutiger Höhepunkt ist eine Schießerei bei Krupp in Essen, wo vom französischen Militär 13 Arbeiter erschossen werden. Über 30 werden verletzt. Deutsche Untergrundkämpfer gehen zum aktiven Widerstand über und verüben Sabotageakte. An wichtigen Stellen werden Kähne versenkt, um die Wasserwege zu blockieren. Anfang April wird der Rhein-Herne-Kanal durch Sprengung trockengelegt.
Diese konfliktgeladene Situation herrscht nicht nur im besetzten Ruhrgebiet, sondern in dem ganzen besetzten Gebiet, also auch in der Pfalz. Am 23. Januar wird der bayerische Regierungspräsident von Klingensberg ausgewiesen, tags darauf sein Stellvertreter, der Regierungsdirektor Matthäus. Die Geschäftsstelle der pfälzischen Exilregierung wird in Heidelberg eingerichtet, und zwar in der Klingenteichstraße 3. Dort befinden sich also die ersatzweise die wichtigsten Ministerien und Behörden, und dort ist auch die Abwehrstelle des Ritter von Eberlein untergebracht. Dort ist auch die erste Anlaufstelle für ausgewiesene pfälzische Beamte. Aber nicht nur Beamte, auch andere unliebsame Personen werden ausgewiesen. Da gab es zum Beispiel die 26-jährige Kata Thoma, eine Speyerer, die Vorsitzende der Demokratischen Frauengruppe von Speyer. Sie hat bei öffentlichen Auftritten deutlich gegen Besatzungspraxis und Autonomiebestrebungen gesprochen, mit der Begründung, sie gefährde die Sicherheit der französischen Truppen, muss auch sie die Pfalz verlassen. Insgesamt wurden von Januar bis November 1923 21.000 Pfälzer ausgewiesen. Anfang März 1923 wird der gesamte Eisenbahnverkehr in der Pfalz niedergelegt. Die Regiezüge werden bis April von der Bevölkerung gemieden wie die Pest. Die Pontonbrücke bei Speyer wird zuerst abgebaut. Der Verkehr, der kleine Grenzverkehr über den Rhein, ist nur noch per Narren möglich. Aber auch dieser kleine Grenzverkehr wird im Mai 1923 verboten. Die ganze Pfalz ist praktisch isoliert. Wegen wiederholter Eisenbahnsabotage wird angeordnet, dass die Bahnübergänge und Gleise und die Züge und die Waggons von Kommunalbeamten zu bewachen sind. Der Speyerer Bürgermeister Leiling verweigert sich diesem Befehl und wird am 8. Mai verhaftet und zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Gefängnisse fühlen sich mit politischen Gefangenen. Ich zitiere wieder einen Zeitzeugen, den Hans Herold. Hohe und niedere Beamte von Eisenbahn und Post, Gendarmerie und Zoll, Forstgefängnis, städtischer und Schutzpolizei, Bürgermeister und Gemeindesekretäre, Kaufleute, Arbeiter, Landwirte, Studenten und Schüler aus der ganzen Pfalz und darüber hinaus, verurteilt wegen Nichtbefolgung französischer Befehle, Waffenbesitzes, Separatistenabwehr, Beleidigung der Besatzung, franzosenfeindlicher Propaganda und so weiter und so weiter. Sie alle werden verhaftet. Hier ein Gruppenbild aus dem Gefängnis Zweibrücken. Wer mehr Dreck am Stecken hatte wie bloß Verweigerung von Befehlen, der kam auf die Insel Reh und unter die gewöhnlichen Strafgefangenen und Zuchtrösler in Frankreich. Das war der Klingensberg. Als Vergeltung für die Widerstandsaktionen und Sabotageakte weiden die Franzosen die militärische Besetzung aus. Im März 1923 werden die Mannheimer Hafenanlagen besetzt, im September sogar das Schloss und ein Teil der Innenstadt. Die Franzosen setzen einen leitenden Forstausschuss in Speyer ein, auf dessen Betreiben die Abholzung des Pfälzer Waldes betrieben wird. Hier ein Foto, wie es damals stellenweise im Pfälzer Wald ausgesehen hat. Um den passiven Widerstand aufrechtzuerhalten, musste die Reichsregierung umfangreiche finanzielle Unterstützung gewähren. Beamtengelder und die Erwerbslosen, Beamtengehälter und die erwerbslose Unterstützung wurden weiter bezahlt. Ebenso gewährte das Reich Schadenersatz und Kredithilfe für Betriebe. Das waren immense Summen, die zum Unterhalt des Gebietes
reingeschmuggelt werden mussten. Es gab damals noch keinen bargeldlosen Zahlungsverkehr. Es gibt die abenteuerlichsten Geschichten von Frauen, bei denen das Geld in Röcke eingenäht wurde, von Jugendlichen, die mit zugelöteten Blechkisten über den Rhein schwammen oder die in Autoreifen Geld über den Rhein schmuggelten. Das alles brauchte seine Zeit. Und bis das Geld beim Empfänger war, bei einer galoppierenden Inflation, hatte es dann nach wenigen Tagen nur noch einen Bruchteil seines Kaufwertes. Um den passiven Widerstand abzuwürgen, setzten die Besatzer alles daran, diesen Geldverkehr zu unterbinden. Im Juni 1923 wurde eine Verordnung erlassen, womit die Entschädigungszahlen an Arbeiter und Beamte verboten wurden. Die Franzosen machten also gezielt Druck, um soziale Not aufzubauen. Wenn die Menschen, die im passiven Widerstand sind, nicht arbeiten und kein Geld verdienen und die Unterstützungsgelder können nicht, die werden beschlagnahmt, dann baut sich eine soziale Not auf und das wurde gezielt von den Franzosen so gemacht. Auch vor Bankeinbruch und Straßenraub schreckt man nicht zurück. Ich habe bei meinen Forschungen damals die Gelegenheit gehabt, noch lebende Zeitzeugen zu befragen. Einer davon war Hugo Hengen. Er war damals 15 Jahre alt und machte eine Banklehre bei der Reichsbankfiliale in Bergzabern. Eines Tages bekam er den Auftrag, bei der Reichsbankfiliale in Neustadt eine größere Summe Bargeld abzuholen. Und da hat sich also dieser junge Mann nur mit dem Rucksack, ist er mit dem Fahrrad bis nach Landau gefahren. In Landau hat er sich in den Zug gesetzt, ist nach Neustadt gefahren, um das Geld abzuholen. Aber das Telefongespräch, mit dem er angekündigt wurde, wurde abgehört von den Franzosen. Und auf dem Rückweg stieg ein ortsbekannter Separatist, der Herr Zittler aus Bergzabern, stieg bei ihm in den Zug, hat ihn identifiziert als den Banklehrling, der da als Geldbote unterwegs ist. Und sofort kam also die französische Gendarmerie, hat ihn verhaftet und das Geld beschlagnahmt. Dieser Zeitzeuge hat auch berichtet, dass Zivilpersonen, die größere Mengen Bargeld abhoben, in der Bank draußen vor der Bank angehalten, durchsucht und ihres Geldes entledigt wurden. Sowas nennt man Straßenraub. Ja, ab Sommer 1923 werden dann die Reichsbanknoten als Zahlungsmittel knapp. Von Gemeinden und Betrieben wird selbstgedrucktes Notgeld herausgegeben. Hier sehen wir die sogenannten Annelien-Dollar. Die badische Annelien- und Soda-Fabrik, 200 Millionen. Die haben also eigenes Geld herausgegeben. Und der Verfall des Geldes war so groß, dass kaum was rausgegeben, musste man mit dem Stempel oder mit einem neuen Druckkopf drüber gehen, um schon wieder ein Vielfaches an Wert drauf zu drucken. Auch die Franzosen, die wollen kein wertloses Geld für ihre Leistungen, die haben sogenannte Regiefranken herausgegeben. Das heißt, extra Geldscheine, mit denen man mit der Regiebahn fahren konnte. Also die Folge dieser Repressalien und des passiven Widerstandes ist eine stark ansteigende wirtschaftliche Not im ganzen besetzten Gebiet. Wir haben ein weitgehend brachliegendes Wirtschaftsleben und extreme Arbeitslosigkeit. Im September gibt es allein in der Pfalz 70.000 Arbeitslose. Vor allem bei der Stadtbevölkerung, den erwerbslosen Arbeitern und den Beamten herrscht Lebensmittelknappheit. Weite Kreise der Bevölkerung hungern. Notleidende Kinder aus der Pfalz werden in Sonderzügen nach München und von dort nach Oberbayern gebracht, wo die Ernährungslage besser ist. Hier haben wir einen solchen Kindertransport. Die Folge dieser Lebensmittelknappheit ist ein reger Schmuggelverkehr über den Rhein, ein Schwarzmarkt und Schiebergeschäfte blühen, ebenso die Wucherei. Am 26. September ergeht der Aufruf durch Reichspräsident Ebert zum Abbruch des passiven Widerstandes. Die Finanzierung desselben hat das Deutsche Reich endgültig ruiniert. Nach Abbruch des passiven Widerstandes machten die Franzosen keine Anstaltung, in Verhandlungen einzutreten. Es blieb also alles für die Deutschen, blieb alles beim Alten. Die Franzosen haben nach wie vor alles, was sie kriegen konnten, aus dem besetzten Gebiet fortgeschafft.
Das besetzte Gebiet blieb nach wie vor abgeriegelt vom Rest des Reiches. In der Pfalz steigt im Oktober 1923 die Arbeitslosenzahl auf 120.000. Das weitere Schicksal der besetzten Gebiete war ungewiss. Die zunehmende Not radikalisiert die betroffenen Bevölkerungsschichten. Erwerbslose rotten sich zusammen, plündern Felder, in manchen Städten kommt es zu sogenannten Teuerungskrawallen und erwerbslosen Unruhen. So auch in Neustadt an der Weinstraße. Auf dem Marktplatz vorm Rathaus rotten sich Erwerbslose zusammen und schmeißen zuerst mit Rettichen, Salatköpfen und Backsteinen. Und dann wird das Rathaus gestürmt und innen gründlich demoliert. Hier ein Bild aus dem zerstörten Neustadter Rathaus. Also das Mobiliar wurde zerstört, nicht das ganze Gebäude natürlich. Diese krisenhafte Zuspitzung bereitete den Boden für die Autonomiebewegungen. Die bekamen also wieder Einfluss und Bedeutung. Wen haben wir da? Links Dr. Adam Dorten, ein ehemaliger Staatsanwalt, hatte 1920 die Rheinische Volksvereinigung gegründet und vertrat das konservative Bürgertum. Rechts sehen wir Josef Smets aus Köln. Er gründete 1920 ebenfalls eine Partei, die sogenannte Rheinisch-Republikanische Volkspartei. Ihr Programm richtet sich vor allem an die Arbeiter- und Bauernschaft. Und als dritten im Bunde hatten wir Josef Mattes. Das war ein Journalist, der wurde im Reich steckbrieflich gesucht, hatte sich ins besetzte Gebiet abgesetzt und arbeitete in Düsseldorf für ein französisches Propagandablatt. Im Frühjahr 1923 gründet Mattes den Pfälzischen Unabhängigkeitsbund, der starken Zulauf seitens der Arbeitslosen des Ruhrgebiets hatte. Die Motive und die politische Ausrichtung dieser drei Autonomiebewegungen waren zuerst unterschiedlich. Man arbeitete auch gegeneinander, aber man hat dann schnell gemerkt, dass nur Einigkeit stark macht und man schließt sich im Laufe der Zeit zusammen, und zwar zur Vereinigten Rheinischen Bewegung. Alle diese Gruppen hatten enge Kontakte zur französischen und belgischen Besatzungsmacht und bekamen dort Waffen und Geld und also auch die Erlaubnis, Waffen zu tragen. Also man schloss sich zusammen zur Vereinigten Rheinischen Bewegung und man zeigt gemeinsam Flagge. Das letzte erhaltene Exemplar einer Separatistenfahne hängt im Heimatmuseum Kirchheim-Bohlen. Die Farben waren grün, weiß, rot. Ja, das war noch das Neustadter Rathaus. Man bereitet die Machtübernahme vor. Im September wird eine bewaffnete Miliz aufgestellt, der sogenannte Rheinlandschutz. Der rekrutierte sich aus Kriminellen und Abenteurern, durch die Nachkriegswirren entwurzelte Gestalten, Arbeitslose und Deutsche, die für die französischen Regiebetriebe gearbeitet hatten oder sich als Streikbrecher betätigt hatten. In der Pfalz waren es vor allem die Eisenbahnwerkstätten, Keimzellen für den Aufbau der separatistischen Miliz. Auch in der Pfalz formiert sich seit Sommer 1923 die separatistische Bewegung neu. Anhänger der Dotten- und Smets-Parteien gründen Ortsgruppen und treiben Agitation. Die Zentren in der Pfalz sind Kaiserslautern, Kirchheim-Bohlanden und Speyer. Die pfälzische Autonomiebewegung war alles andere als homogen. Wir finden darin Mitglieder aller Gesellschaftsschichten und Parteien. Das Spektrum reicht von der freien Bauernschaft mit ihrem Vorsitzenden Franz Josef Heinz bis zum revolutionären Vollzugsrat, in dem sich die Erwerbslosen unter Führung von Georg Kunz organisierten. Die Pfälzer Separatistenbewegung war also ein reines Zweckbündnis ohne ideologische oder konfessionelle Ausrichtung. Die aktive Anhängerschaft in der Pfalz wird für Ende Oktober auf ca. 5.000 geschätzt.
Hinzu kommt eine Dunkelziffer von Sympathisanten und natürlich auch Leute, die auf beiden Schultern Wasser trugen. Ne? Man merkte, da ist was im Umbruch. Wer weiß, wie es ausgeht, positionieren wir uns mal so, dass wir immer auf der richtigen Seite sind. Das war damals so wie heute. Seit Mitte Oktober 1923 spitzt sich die Lage zu. Zwischen Bayern und dem Reich kommt es mal wieder zu einem Konflikt. Ich will da nicht näher drauf eingehen, aus Zeitgründen. Auf jeden Fall droht ein offener Konflikt bis hin zur Loslösung.